Hallo und willkommen zurück zu Starfield. Ach, was für ein Wochenende. Das lasse ich jetzt ausklingen mit, naja, einer Stunde Starfield. Ich wollte eigentlich mehr aufnehmen und spielen, versteht sich. Aber es war so heiß auch und ach, ja. Und alles wie geplant nicht gelaufen. Das ist ja meistens so. So, Kamera nochmal an. Hi. Und ich muss mal schauen. Ich glaube nämlich, dass die Kamera, ja, die liegt hier ein bisschen bescheidener. Ich meine, die liegt da jetzt über ein paar Werten. Frage, wie schlimm ist das, wenn ihr die Werte da der Waffen nicht seht? Ja, wir lassen das mal so. Vielleicht, wenn wir uns Waffen angucken, dass ich die Kamera einfach mal ausblende, wenn es wichtig ist. Wir waren am Arsch der Welt. Nee, wir waren nahe der Venus, genau. Und zwar suchen wir noch Moara, war der Name, glaube ich. Wir sind vom Mars. Wo ist er? Merkur, der rote Planet. Venus ist hier. Ich bin Mars hier. Vom Mars aus zu Venus, um Moara zu finden. Und haben da so Schiffe einer feindlichen Fraktion gesehen. Wir wollten uns ranschleichen und dafür müssen wir auf Schleichfahrt gehen. Und wenn ich es verstanden habe, also richtig verstanden habe, müssen wir die Systeme alles so auf 2 oder drunter schalten. Ansonsten haben wir ein Problem, sonst sehen die uns. Beim Grafantrieb mache ich mal auch mal 2 rein. Nur für den Fall, dass wir den brauchen und ich das schneller wieder hochschalten muss. Wir wollten da ranfliegen und das scannen. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, weil wir langsam fliegen. Frage ist, wie weit darf der Abstand hier sein? Kann ich das boosten Oh, oder ist... große Schlange, segne Oh. diese Gemeinschaft, Ich damit höre. wir Jinan Varun folgen können. Er sprang aus dem Sol-System ins Jenseits und berührte deine Großartigkeit. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung. Du belohnst die Versprochenen und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Cool. Das klingt ja wie bei Oblivion, die der von der Morgenröte. So, das ist die Frage, wie scannen, mit F war scannen, ne? So, nicht klicken, weil sonst schieße ich. Scanner verlassen, Fotomodus, nee. Ich habe nämlich immer noch nicht rausgekriegt, wie der Scanner im All funktioniert. Wissenschaftlicher Außenposten. R, landen. Okay. Bitte was? Ich hoffe nicht. Meinen die uns? Ja, die meinen uns. Scheiße. Wie waren das? Genau. G war. Ja, das merke ich auch gerade. Warte, warte, warte. Bam. Oh, Satelliten auswählen und dann drücke E, stand da gerade. Cool. Cool. Da bin ich wahrscheinlich zu dicht rangeflogen. Machen wir das nochmal runter. Grafantrieb ist dann in dem Quatsch, in dem Quatsch, in dem Moment Quatsch, so rum. Und ich drücke mal Speicher nochmal. Liebe ja Oh, Stealth-Missionen, große aber. Schlange, segne diese Gemeinschaft, damit wir Jinan Varun folgen können. Er Kann ich da? sprang aus dem Sol-System ins Jenseits und berührte deine Großartigkeit. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung. Nicht da Du belohnst die Versprochenen gegebenenfalls. und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Gott, sind die laut. Wenn ich mich da hinter so einem Asteroiden verstecken, wir lass uns mal hier so lang fliegen. Wir wollen ja ein bisschen sneaky sein, ursprünglicherweise. Obwohl ich mir das schwierig vorstelle. Stop,
Stopp. Bremsen. Reicht das aus? Ah, nein. Das ist aussteigen. Wieder drauf reingefallen. Cool. Ich gehe mal davon aus, wir sind noch nicht dicht genug dran. Frage ist, wie dicht müssen wir ran, um das scannen zu können? Da gibt es jetzt nicht so wirklich einen Indikator für, ne? Satellitenbarke. Hm. 1000 Meter? Keine Ahnung. Bams. Kann ich ins Logbuch gucken? Hauptquest war das, ne? Die alte Heimat. Lass dich nicht entdecken, optional. Untersuche den Satelliten. Ja. Frage ist, eigentlich bin ich noch dicht genug dran, oder? Mein ja nur. Ich meine, wie weit. Ich weiß, da waren wir schon mal. Ach nee. Ich will immer aus irgendeinem anderen Spiel, ich weiß nicht mehr welches das war, will ich immer rechts klicken, um rauszuzoomen aus der Karte. Das ging in irgendeinem Spiel. Dann müssen wir jetzt zur Erde. Sternenwerft. Dann weiß ich jetzt auch, welche das war. Dann fliegen wir erstmal zur Erde, oder? Dann ist es der Mond. Ich bin doof. Dann lass uns erstmal hier hinfliegen. Geht das? Einfach so Kurs festlegen, ja, mit X. Und reisen. Ist ein paar Tage her, dass ich tatsächlich Starfield aufgenommen und gespielt habe. Deswegen. So, wir wurden nicht entdeckt. Das ist schon mal cool. Wo sollten wir denn jetzt genau hin? Zum Mond oder zur Erde? Zur Erde. Warte mal, dann will ich nochmal was testen. Ja, lass uns nochmal zum Mond springen. Wir hätten auch gleich zum Mond reisen können, ne? Da ist die Raumstation. Die hatten wir ja schon mal gesehen. Mal sehen, ob Vanguard Moara in dieser Sternenwerft ist. Ich laufe den Mond spazieren gehen. Was ist überhaupt mit der Erde passiert? Ja, doofe Frage. Was ist mit der Erde passiert? Das ist inzwischen lange her. Aber die Erde hat ihre Atmosphäre verloren. Sie sickerte ins All. Der Menschheit blieb 50 Jahre für die Evakuierung. So nahmen die United Colonies ihren Anfang. Mit der Organisation des Untergangs. Die Erde ist jetzt nur noch eine Staubkugel. Selten findet man auf der Oberfläche noch ein Überbleibsel der Welt, die wir zurückgelassen haben. Ja, ist uns klar, weil wir waren ja schon mal auf der Erde. Wir stellen uns gerade nur doof. Wir haben das ja auch in New Atlantis in dem Museum gesehen. Ich würde gerne auf dem Mond spazieren gehen. Also, wenn du einen kleinen Umweg machen willst, ich habe nichts dagegen. Vergiss nur nicht, dass wir Vanguard Moara und das Artefakt finden müssen. Ja, kriegen wir hin.
Du kannst zu den meisten Sternenstationen und Schiffen andocken. Um sie zu betreten, ja, da muss das Schiff in deinem HUD angewählt und dann nah genug herangeflogen werden. Dann erscheint das Andocken-Symbol. Okay, das hatte Farawind uns ja schon gesagt in der letzten Session. Nur da wir vielleicht das Tutorial noch nicht hatten, gehe ich jetzt mal stark von aus. Hi, da bin ich wieder. Ja. Antrieb. Schilde. Komisch, wir konnten mit dem Grafantrieb springen, obwohl, vielleicht weil es nicht so weit weg war. Obwohl der aus war. Laser. So. Ich möchte nämlich gerne mal gucken. Nah genug ranfliegen. Kann ich dann. Müsste ja scannen gehen, wenn wir nah genug an den Mond ranfliegen, oder? Theoretisch. Weil für was ist das Ding sonst da? Sehe ich die Entfernung irgendwo? Nee, ne? Ich meine, auf dem Mond krachen wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Würde mich stark wundern. Nee, geht nicht. Luna, ja, das sehe ich. Achso, R zur Karte. Mehr kann ich nicht. Okay. Und Ressourcen zeigen. Also mehr bietet er hier mir nicht an. Ist eine Relaisstation. Wir landen auf der Relaisstation. Das wird das Ding im All sein, ne? Nee. Waren wir hier schon? Ich überlege gerade. Ich habe gerade keine Ahnung, ob wir hier schon waren. Genau, uns fehlt immer noch Helium 3. Tatsächlich. Unbekannt. Verlassene Relaisstation. Da war weit von weg geparkt. Ich weiß, wir waren bei dem einen oder anderen Ding schon, aber es wäre cool, wenn das so abgeschlossen dran stehen würde, wenn wir schon drinnen waren. War das in Skyrim so? Oh, Skyrim ist lange her. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Und ich habe immer noch versäumt, nach den Digi-Dietrichen, die ich im Schnitt gesehen habe, im Schiff einzusammeln. Wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, hier waren wir tatsächlich schon. Das ist doch das Ding, wo wir als erstes reingerannt sind, kann das sein? Medipack. Hier lasse ich mal hier. Kopfbedeckung Nova Galactic. Okay. Also entweder ist was respawned oder ich habe es vergessen. Credits. Und Säuren. Also. Messgerät. Okay. Hui. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, ob wir. Oh, wartet mal, wie ist das mit dem Fallschaden? Okay. Ja, ich wollte sagen, ich habe keine Ahnung, ob wir hier schon waren oder nicht. Aber wenn ich das so sehe. Nee, neu entdeckt. Die verlassene Relaisstation. Bei einem anderen Ding war Lava in der Nähe, ne? Ich erinnere mich. Unbekannt. Eisen. Ich wüsste gerne, wo hier das Helium 3 auf dem Mond ist. Das fehlt mir immer noch. Sarah, du stehst mir gerade ein bisschen im Weg. Keine Ahnung, wie das aussieht. Oder aussehen könnte. Das ist Eisen. Höhle.
Ich habe jetzt auch gar nicht auf der Map geschaut, ob da, warte, ob da erkundet dran steht. Das würde mich mal... Doch, erkundet steht dran. Okay, dann habe ich vorhin nichts gesagt. Dann vergesst diese Äußerung bitte. Gucken wir noch mal ganz kurz in die verlassene Relaisstation rein. Ob sie wirklich verlassen ist oder nicht, zeigt uns gleich ja, das Leuchtelicht. Gehst du freiwillig? Bitte was? Also verlassen sieht anders aus. Du hast hier nichts verloren. Ja. Was ist er denn? Verschwinde. Los. Siehst mich doch gar nicht. Oder meint er Sarah? Wir haben Besuch. Scheiße, in Deckung. Feuer. Jetzt kann's losgehen. Ich glaube, die meinen Sarah. Feuern jetzt. Du bist ein Nicht. Wir haben Spaß da oben, ha? Wollen wir mal mitmachen? Ja, die haben Sarah gemeint. Ja, du machst es uns nicht gerade leicht. So viel dazu. Einer weniger. Immer noch Gefahr. Ja. Oh, hä? Tusche, okay. War was Wertvolles dabei? Ein bisschen Munition, ansonsten nichts. Vorsicht, ja, es ist okay. Wir nehmen die Equinox mal mit. Ich rücke vor! Feuer! Ja. Ich habe schon wieder zu viel Scheiß dabei. Haben wir da schon von einer? Rattler, Maelstrom. Zwei Stück, drei Stück. Wir haben modifizierte Equinox. Ja, dann schmeiße ich die hier mal weg. Könnte sich wahrscheinlich lohnen zu verkaufen, aber aktuell schwierig. Du bist schon tot. Ich hätte gerne so ein Thermalscanner oder irgendwas, um zu sehen. Oh. Um zu sehen, wo die sind. Sarah hat den böse für dich enden. Sag mal, Sarah, dir ist klar, dass du auf dem Mond bist und also wenn sie jetzt gleich an Atemnot lang liegt, Stirb endlich! Oh, wo sind die hin? Ist nicht dein Ernst, Mädel, oder? Du weißt schon, dass du hier Atemprobleme kriegen könntest, oder? Ja gut, wenn sie meint, sie muss, dann ist das auch okay. Ja, mach mir die Tür vor die Nase zu, ist in Ordnung. Darf ich nichts, nichts. Darf ich auch nochmal? Krach, mein Freund. Los geht's. Kann nicht atmen. Ach, kannst nicht atmen, fällst dir auch schon auf. Cool. Solltest du vielleicht mal einen Raumanzug anmachen? Habe ich dann noch? Oh. Cool. Das war eine Tretmine. Schade. Oh, ich sehe gerade mein... Ich dachte, links sei mein Leben und nicht rechts. Habe ich nie drauf geachtet. Ja, cool. Moment. Ah, Tretminen nur, keine Granaten. Schade. Na dann, Achso. Ja, dann lasst uns mal Hauptquest machen. Die Relaisstation gucken wir uns noch ein andermal an. Jetzt gucke ich aber drin nochmal, habe ich hier, die sind leer. Warum sollte sich das auch nachfüllen? Hab hier im Schnitt gesehen, hier lag noch Zeug überall rum, ne?
Barrett, persönliches Slate, genau. Was ist damit? Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Das sollte Sarah vielleicht nicht unbedingt hören. Cool. Genau, hier waren noch... Richtig gesehen. Ja, lecker. Halbes Sandwich. Ist laut oder täuscht das gerade? Boje. Kopfdeckel. Essen. 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 Das ist auch Essen. Okay. Ja, gut. Ist das noch? Nee. Gut. Aufwärts! Wir brauchen dann auch bald mal ein neues Schiff, aber wir müssen erstmal Geld sparen dafür. Oder wir müssen dies hier modifizieren. Laut! Dann fliege ich mal dichter ran an das Ding hier. So, da müsste ja eigentlich was auftauchen, dass ich dort andocken darf. Nee. Au. Das war zu viel Gas. Viel des Guten, um genau zu sein. Bremse! So. Bremse. Analysiert. Ah, okay. R andocken. Ich muss einmal E und dann einmal andocki. Na, dann steigen wir mal ein. Zwei Schritte rein und schon haben wir eine Leiche. Okay, es ist schon länger hier. Vanguard Moara. Die Spacer haben hier wohl rumgesucht und da kam jemand anders, um Hallo zu sagen. Du wirst noch öfter Spacer-Crews begegnen. Sie plündern verlassene Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Sie sind sogar noch weniger organisiert als die Crimson Fleet. Verzweifelte Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben. Ist mir aufgefallen. Ich habe denen sogar schon ein Schiff weggenommen. Ich würde ja gerne Zeug einsammeln, weil die Taschen sind. Moment, kann ich Sarah eigentlich was geben? Dietrich. Und ein Hut. Ah. Sag mal. Wir müssen immer noch herausfinden, wo Vanguard Moara ist. Augen auf. Halte die Augen, ne? Lass uns mal tauschen. Falls ich was für dich tragen soll, nur zu. Hast du eigentlich so ein, ich sag mal, hat sie eigentlich so eine Begrenzung? Oder kann sie unendlich schleppen? Modifiziert... Ist, die macht Schaden 4. Ne? Dann geben wir ihr mal. Ich gebe ihr mal die.
Und ist das ein Laser? Halbautomatik, Reflexvisier, Halbautomatik, Kompensator, Zielfernrohr. Na, dann behalte ich das und gebe ihr das. Die behalte ich. Wir müssen mal die Waffen untereinander umtauschen, austauschen, Mods rausnehmen, reinbauen. Ist ja noch besser, ne? Kraken kannst du haben, die Grendel kannst du haben. Equinox kannst du haben, die normale. Den Cutter behalte ich für den Fall der Fälle. Die Hitman Aeon behalte ich auch. Die hat nur 4 Schaden, aber die. Die. Auch nur 3 Schaden. Ja. Warum haben wir denn so viel? Was ist denn Scheiß dabei? Ärzte fressen so viel, oder? Ja, das werden die. Das werden die ganzen Ärzte und so sein. Hoppala. Rucksäcke. Ja, soll passen. Bis dann. Nee. Ist schon ein bisschen spooky, oder? So wie sie guckt. Wir können noch mehr Zeug mitnehmen. Praktisch. Karte hatten wir auch, ne? Aber. Nee, aber keine innere Karte, oder? Nee. Oh Gott. War das jetzt so clever? Sieht danach aus. Ne. Wie ist das eigentlich? Zertifikat, das haben wir, ne? Das Sicherheitszertifikat für Schleich. Ne, wo war das? Technologie, ne? Das haben wir geschafft. Rang 2. Wir haben aber keine Skillpunkte. Du kannst versuchen, Schlösser des Levels Experte zu hacken und 3 automatische Versuche anzuhäufen. Dinge werden jetzt blau, wenn der Dietrich eingesteckt werden kann. Oh. Okay. Meister. Das sollten wir vielleicht auch. Ich brauche. Ohne Scheiß, ich brauche mehr Skillpunkte und mehr Level. Es ist dieses Spiel, ne? Ich liebe das Spiel, aber es ist halt. Es ist mein Tod. Urban Eagle. Wir sollten dann. Oh, Geld. Wir sollten, wenn wir zurück sind in New Atlantis, zum Beispiel, unbedingt mal Zeug verkaufen. Munition. Ich stehe auf dem Karton. Okay. Sagen, was los ist. Bin ich so groß auf einmal. Oh Gott, Starfield VR. Ich habe ganz, 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 ganz böse Angst gerade.
Wenn die, na, auf die Idee kommen die doch garantiert auch noch. Skyrim haben sie da auch eine VR-Variante draus gemacht. Ach du Scheiße. Ich stand doch gerade. Lassen wir das. Medipack, Medipack. Gut. Oh, noch einer. Credits. Nimm keinen Schrott mit. Das ist Geld. Das ist kein Schrott. Sag mal. Wenn du das Geld nicht brauchst, kannst du es mir geben, wenn du das als Schrott ansiehst. Kein Schrott mit. Ich glaube, es geht los. Wenn ich Schrott mitnehmen will, nehme ich Schrott mit. Den drücke ich dir in die Hand dann, damit du schleppen darfst. Deswegen bin ich lieber alleine unterwegs. Das ist so eine flapsigen Kommentare nicht. Speicher mal sicherheitshalber. Ein Müll, ne? Teppichmesser, ja, cool. Ein Teppichmesser auf einer Raumstation. Ich sollte vielleicht mal was mit mehr Wumms ausrüsten, ne? Die macht 39 Schaden.